Hallo ihr Lieben, es ist wieder soweit, die schön für mich Box ist wieder da. Ich habe heute erfahren, dass der Coupon da ist, bin ganz glücklich nach Hause gegangen, habe den Coupon geholt und auf zu meiner Rossmann-Fiade in Göppingen. Dieses Mal wieder im wunderschönen Winterdesign. Ich mag dieses Design sehr. Wer die schön für mich Box noch nicht kennt, die schön für mich Box kann man an jedem ersten Dienstag im Monat auf der Rossmann-Seite gewinnen. Mit etwas Glück, Dienstag bis Donnerstag. Und man kann sich dann eine Box ziehen. Und wenn man Glück hat, dann gewinnt man, kann seine Adressdaten angeben und kann dann die Box mit Hilfe des Coupons, welchen man zugeschickt bekommt, für 5 Euro in seiner Rossmann-Filiale holen. So, zum Inhalt der Box. Wie immer natürlich mit unserem schönen Kärtchen dabei. Dieses Mal sind es 6 Rabatt-Coupörchen dabei. Coupörchen, Coupons. So. Was haben wir denn? Na, das sieht doch ganz gut aus hier. Das erste, was mir in die Hände springt, ist die Colgate Zahncreme. Komplett extra frisch. Komplett Schutz für gesunde Zähne. Mit Zahnpasta kann man immer gut was anfangen. Ich kenne dieses Design noch nicht. Sieht sehr einfach aus, finde ich. Ja. Das zweite Produkt, was mir in die Hände fällt, ist von Rivel de Loop. Ein Feuchtigkeitsgesichtscreme Hydro. Für feuchtigkeitsarme Haut spendet 24 Stunden Hydrokomplex Duo, Hyaluron und Fantenol. Von der Rossmann Eigenmarke, wer sie nicht kennt. Die Wirkung soll sein, dass sie schnell einziehende und nicht fettende Gelform mit Duo-Hyaluronsäure spendet und bindet intensiv und lang anhaltend Feuchtigkeit und schützt die Haut vom Austrocknen. Panthenol fördert die Hautberuhigung und lässt die Haut belebt aussehen und gestresste Haut und lindert spürbar Trockenheitsflächen und Spannungsgefühle. Bin ich gespannt. Ist, glaube ich, bestimmt ein super Produkt. Werde ich auf jeden Fall benutzen. Feuchtigkeitsgel finde ich persönlich immer ganz gut, weil sich das super einfach auftragen lässt. Und auch, wie die Beschreibung wiedergibt, super erfrischt. So, Sebamed. Ich liebe diese Marke. Ich mag sie ganz arg. Eine Handcreme. Meine Hände sind momentan extrem trocken. Ich freue mich über jede Handcreme, die ich bekomme. Dementsprechend bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Vor allem, weil 5% Urea enthalten sind. Bin ich wirklich gespannt darauf. Ich vermute, ich setze gerade sehr viel auf diese Handcreme. Ich werde auf jeden Fall darüber berichten, weil das ist, glaube ich, ein Produkt, was ich mir nachkaufen würde. Ein Parfüm. Yay. Spirit of Romantic Glow. Eau de Parfum. Na, jetzt gucken wir doch mal, wie das Ganze riecht. Wenn ich es denn mit meinen Nägeln aufkriegen würde. So. Oh. Ah! Das war wieder mal meine Katze. Entschuldigt bitte. Meine Katze meint, sie muss immer überall dagegen springen. Ja. Riecht sehr gut. Blumig. Ich denke mal, für ganz junge Mädels wird es nichts sein. Aber ich finde, gerade im Alter, in dem ich mich befinde, also um die 20, ist es ein super Duft. Ich mag ihn total. Kann ich wirklich nur weiterempfehlen. Gibt es hier eine Beschreibung, wie es riecht? Nee. Oder? Nee, aber riecht gut. Wenn ihr keine Box bekommen habt, dann geht doch mal in eure Rossmann-Filiale und riecht an dem Duft. Ich mag ihn total. So, ein kleiner Nagellack von Rivel de Loop. BB-Nails für strahlend gepflegte Nägel. Kann ich mir jetzt momentan nicht ranmachen, weil ich, wie ihr seht, Gelnägel gerade dran habe. Mit intensivem Gel, aber ja. Mal gucken, ne? Yummy. So, ganz tolles Produkt. Massageöl. Wer kann nichts mit Massageöl anfangen? Mandelöl und Shea Butter. Finde ich super. Dazu muss ich ganz schnell was sagen und vorwegnehmen. Es gibt hier
eine mega Ergänzung. Ein Massageball ist auch dabei von For Your Beauty. Super, ich freue mich, das kommt auf jeden Fall zum Einsatz, weil mein Freund, der liebt Massage, ich mag Massage, super Produkte, ich freue mich. Wellness Beauty, das hatte Rossmann jetzt schon ganz oft in seinen Boxen drin. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit diesen Produkten gemacht. Auch beim Produkttest, jede Woche, den kann man da mitmachen und ja auch einen Coupon ausspielen. Da waren schon einige Sachen von dieser Marke, von dieser Eigenmarke mit dabei. Und ich habe bisher wirklich nur gute Erfahrungen gemacht und dementsprechend setze ich auch auf dieses Produkt recht viel. Und ein Igelball, klasse, kann man sich nicht beschweren. Ja, und das letzte Produkt ist eine Fußbutter. Aua, Mimi. Von Fußwohl, gehört ebenfalls zur Rossmann Eigenmarke. Minze Limette für reichhaltige Pflege mit Shea Butter und Avocadoöl. Ich habe bisher nur die Fußbutter von Balea getestet. Das war die mit Blutorange und Minze. Die war super. Die habe ich immer noch drüben. Benutzt die auch noch. Wirkungseffekt hat den, dass die Füße einfach weich werden, nicht so trocken sind, geschmeidiger sind, sich gut anfühlen, ein bisschen erfrischen durch die Minze. Dementsprechend denke ich auch, dass dieses Produkt sehr gut sein wird. Ich denke aber, dass ich es eher auf meiner Seite dann weiter verlosen werde oder es in meine Wanderbox kommt. So viel zu schön für mich Box Januar. Mein Fazit zu dieser Box ist diesmal wieder positiv. Es sind einige Produkte dabei, wo ich wirklich hoch zufrieden mit bin. Es gibt zwei Produkte, wo ich jetzt sagen würde, okay, gut, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Nagellack habe ich ohne Ende. Ich habe eine riesengroße Sammlung und Zahnpasta. Ja, Zahnpasta. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit der Box. Und wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, ich blende euch gerne dann auch noch schnell im Video den Link ein zu Schön für mich Box. Die nächste Schön für mich Box wird es dann wieder am ersten Dienstag im Februar geben. Und die könnt ihr dann wieder 3 Tage lang erspielen. Ja, ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Hoffe, euch genau die, wo die Boxen auch erhalten haben, euch gefällt die Box genauso gut wie mir. Ich wünsche euch allen dann noch, bei mir ist es jetzt Abend, die muss jetzt vielleicht gleich sehen, einen schönen Abend. Und auf bald ein neues. Tschüss!